Und der Vorstand ist immer zufrieden mit uns. Oh. Wir kriegen keine Auslosung. Oh. Hattrick von Olivier Giroud. Mit einer 83 jetzt. Wow. Siegprämie. Bub Capital One Finale. Müsste ja eigentlich auch schon bald sein. Irgendwann jetzt. Ja, hier unten. Nächsten Monat ist das sogar schon. Mitten in der Nationalmannschaftsphase. Oh mein Gott. Und was ist das denn hier? Wir haben erst das Viertelfinale und am nächsten Tag direkt... Oh Gott, zum Glück haben wir so eine große Mannschaft. Ich würde sagen, wir gehen noch einen Tag weiter und gucken dann, wie wir die Aufstellung machen. Ja. Achtelfinale Champions League, meine Damen und Herren. Ah. Ah. Yo. Barcelona, wunderschöne Stadt, 4 Millionen Einwohner. Ja, wird ein Knaller jetzt. Natürlich ist Messi der Topstar auf dem Platz jetzt. Und wir spielen mit Petr Cech. Wir spielen mit Kieran Gibbs. Wir spielen mit Mertesacker. Und Emre Can. Ja, Emre Can. Dann spielen wir mit Wiltshire. Dann spielen wir mit Pastore. Özil. Santi Gazzola, Alexis Sanchez und Romelu Lukaku. Obwohl Özil im Moment überhaupt nicht gut drauf ist. Und wir spielen mit Chambers. Reichen 903. Sind Barca also ebenbürtig. Warum haben Luis Suarez und André Iniesta keine Spielerbilder? The fuck? Und Emre Can hat die Ehre, Messi zu decken. Decken. Den kannst du nicht decken, den Kleinen. Gucken wir mal. Toni Kroos darf natürlich nicht spielen, weil er schon gespielt hat im Pokal. Nehmen wir dann mit Ramsey. Witters können wir dann mitnehmen, anstatt Conclin. Obwohl Witters spielt anstatt Wiltshire und Wiltshire spielt anstatt Pastore. Obwohl Pastore spielt für Özil. Der ist in der besseren Form zurzeit. Und nehmen wir anstatt... Nehmen wir anstatt Ramsey Conclin mit. Ja. Machen wir so. Und dann würde ich sagen, gehen wir direkt schon rein ins Spiel. Ich habe Angst. Ich habe echt Angst, was jetzt passiert. Puh. Aber unsere Mannschaft ist im Moment in der Top-Verfassung. Ich weiß nicht, wie es bei Barca aussieht. Wie die im Moment... Okay, die sind auch gut drauf. Die sind im Moment Erster. Was haben die eigentlich für Transfers gemacht? Haben die... Wow. Da ist halt rein. Aber mit uns kann es transfertechnisch diese Saison, glaube ich, niemand aufnehmen. Ich meine, wir haben ja fast 200 Millionen ausgegeben. Jetzt würde es mich freuen, wenn Kroos spielen könnte. Aber unsere Mannschaft ist gut drauf. Unsere Mannschaft ist fit. Unsere Mannschaft ist frisch für dieses Spiel. Und ich würde sagen, gehen wir ins Spiel rein gegen den FC Barcelona in der Champions League. Bis gleich. Willkommen, Leute, zum Champions League-Spiel. Achtelfinale, meine Freunde. Barcelona heißt der Gegner.
Das wird ein Happen. So, weiter geht's. Ja, ich hatte gerade irgendwie gedacht, dass ich irgendwas problemmäßig festgestellt hatte. Naja, auf jeden Fall sind wir hier im Spiel gegen den FC Barcelona. Ja, Champions League ist angesagt und wir kriegen direkt so einen Gegner. Aber Lukaku jetzt direkt mit einer guten Chance. Aber Ter Stegen ist da. Und Santi Cazorla kommt nicht mehr an den Ball ran. Wir haben hier eine extrem überstarke Mannschaft gegen uns. Ja. Soll man sagen, wir sind aber auch nicht schwach. Mit der Aufstellung kommen wir immerhin auf über eine Stärke von 900, was schon echt, ne? Und wir sind der letzte Champions League-Gewinner. Darf man nicht vergessen, Pastore auf Lukaku, Lukaku nochmal. Aber Ter Stegen ist zur Stelle. Gibbs fault erstmal Suarez. Ja, das wird heute echt stark, MSN aufzuhalten. Also Messi, Neymar, Suarez. Ja, Messi, Mertesacker, schön. Ja, da ist so meine, so meine Hoffnung, dass Mertesacker durch seine Größe da Messi immer vor den Flanken abschirmen kann. Aber das wird heute eine ganz, ganz, ganz schwere Geschichte. Und dann haben wir ja noch ein Rückspiel. Nach diesen echt kräftezehrenden Monaten dann. So, Santi Cazorla jetzt mal in guter Flankenposition. Ter Stegen hat ihn aber sicher. Ja, und wie gesagt, unsere Offensive und Defensive darf man vor allen Dingen nicht so auf die leichte Schulter nehmen, weil unsere Defensive rettet uns in den meisten Spielen unseren Arsch. Sanchez jetzt in die Mitte auf Pastore, kommt aber nicht durch. Ja, Pastore hat heute den Vorzug gekriegt vor Özil, der in den letzten Tagen, Wochen nicht so stark ist. Und heute wollte ich dann mal spielen mit Dings und Santi Cazorla. Was ein Tor. Jawohl. 1:0 und ich brülle hier am Sonntag oder Montagmorgen, eher gesagt. Hier brülle ich wieder die Wohnung zu. Gut, dass ich alleine wohne. 1:0 für uns, Auswärtstor, sehr wichtiges Tor. Sanchez holt sich jetzt da schön den Ball, kriegt den aber leider nicht auf Lukaku. Can gegen Messi, holt sich den Ball, Mertesacker muss helfen, macht das aber soweit gut. Wiltshire gegen Lukaku auf Sanchez, Wiltshire zu Lukaku. So, Pastore jetzt in der Mitte, wird da abgegrätscht, war auch fair soweit. Withers geht da an Song vorbei, bringt den Ball wieder zu Lukaku. Lukaku, was macht er draus? Scheitert wieder an Ter Stegen. Also Ter Stegen ist im 1 gegen 1 echt verdammt stark. Ich finde Timo Horn aber trotzdem stärker. Suarez jetzt gegen Gibbs. Also, was heißt gegen Gibbs? An Gibbs voll vorbeigezogen. Uiuiui, hatten wir da gerade Glück, dass der Volley an die Latte gegangen ist. Da hätte Tech nämlich überhaupt nichts machen können. So, Cazorla jetzt gegen Suarez. Läuft Suarez da so ein bisschen davon. Wird da gefoult? Ja, von Suarez. Wiltshire haut ihn direkt mal weg. Hätte ihm direkt eine Backpfeife geben müssen, Wiltshire. Dass er es wagt, Cazorla, einen unserer wichtigsten Leuten, da umzufaulen. Cazorla wird auch den Freistoß treten. Ja, aber Ter Stegen hat den Ball sicher. Und Gladbach macht gerade das 1:1 gegen Juventus. Durch Josef Dremic. Oh, Messi geht da an Mertesacker vorbei, hat jetzt nur noch Withers vor sich und den Torwart. Oh, und Withers schafft es einfach, Messi ins Stolpern zu bringen. Der Typ ist einfach Gold wert. Bisher machen wir uns ganz gut. Barca versucht, wir lassen wenig zu.
Gibbs versucht da Suarez früh zu stören, aber Suarez, wenn er jetzt zum Sprint anzieht, ist er schneller als Gibbs um einiges. Messi wird da gedeckt von 4 Leuten. Die Flanke kommt, aber Cech hat ihn sicher. Macht das Spiel auch schnell, bringt ihn direkt wieder in die Mitte, provoziert dadurch aber einen Fehlpass seinerseits. Gibbs kriegt ihn da nicht richtig, Withers kriegt ihn weggeköpft, Pastore kriegt ihn abgefälscht. Und der Ball landet bei Santi Cazorla, der versucht mit dem Kopf ihn zu Lukaku zu bringen, schafft es aber nicht. Messi jetzt auf Iniesta, Iniesta gegen Wiltshire, geht da vorbei. Can kriegt es wieder hin. Jawohl, also unsere Abwehr ist da echt überragend gerade. Lukaku jetzt am Ball, hatte schon wieder sehr viele Chancen. Bringt den Ball sehr gut auf Santi Cazorla, der bringt ihn auf Pastore und Pastore schießt, aber... Ja, Ter Stegen hat ihn. Der war ein bisschen zu schlecht für Ter Stegen. Ja, und Suarez schon wieder über den Flügel. Einfach weg. Einfach weg mit ihm. Oh, und da ist... Boah! Messi, Alter! Wollte gerade sagen, da ist der Ball wieder weg aus der Gefahrenzone und Messi holzt einfach mal so jemanden von uns um. Ich habe jetzt gerade nicht gesehen, wer es war. Aber Messi kriegt erstmal eine gelbe Karte. Ja, hast du verdient. Hat da verdient. Wiltshire war es, den er da so umgetreten hat. Messi, Messi, Messi. Sollte dann noch gleich Halbzeit sein. Pastore spielt hier nochmal auf Wiltshire. Wiltshire, vorne auf Lukaku. Lukaku am Ball. Lukaku macht ihn nochmal, aber Ter Stegen hechtet. Ja, sehr schön. Also Ter Stegen macht heute auch einen guten Job wieder. Leider. Und wir haben Halbzeit. Noch nicht so viele Tore gefallen. 1-1 in Bilbao. Gegen PSG, Bayern hat noch nicht getroffen, Dortmund, Chelsea steht es noch unentschieden, Gladbach, Juve steht es unentschieden, 1-1, Real Madrid führt 1-0 gegen Lyon und Eindhoven verliert gerade 0-1 gegen City. Ja, und Barca ein bisschen bestimmender, aber wir sind 1-0 vorne und die Mannschaft macht auch einen guten Job. Wir reden mal mit ihnen und gehen direkt in die zweite Halbzeit. Ja, Teamwork ist bei uns nicht so hoch gerade. Dadurch, dass wir sehr viel rotieren eigentlich in der Mannschaft. Wir haben ja auch viele Leute. Santi Cazorla jetzt am Ball. Schön gegen Dani Alves. Ah, kann sich aber leider nicht gegen zwei Leute durchsetzen. Mertesacker wieder vor allen anderen am Ball. Bringt den Ball nach vorne. War aber zu weit. Für Cazorla. Und Suarez, der das Schlitzohr, kommt da immer über den über die Außen durch, aber Cech macht mir die Abstöße viel zu schnell. Und der Kopfball war sehr unnötig. Wiltshire holt sich ihn aber wieder und bringt ihn jetzt vernünftig zu Sanchez. Sanchez mit dem Ball auf Lukaku, aber Song ist dazwischen. Iniesta, Messi gegen Can. Can trennt ihn da fair vom Ball, Wiltshire kommt und hilft. Sanchez wieder am Ball gegen Neymar, bringt ihn in die Mitte auf Pastore, Pastore außen auf Santi Cazorla, Lukaku jetzt frei, Lukaku am Ball gegen, ich weiß gar nicht, wer war das? Piqué? Das war glaube ich Piqué und er verliert ihn. Iniesta jetzt auf Messi. Messi gegen Can. Immer noch Can. Emre Can, hervorragend. Der lässt auch nicht locker bei Messi. Sehr gut. Lukaku gegen Piqué setzt sich da hervorragend durch. Spielt jetzt auf Santi Cazorla und Santi Cazorla macht das 0-2. Jawoll. Jawoll, sehr schön. Abgefälschter Pass, aber Santi Cazorla ist schneller als alle anderen, reagiert schneller und macht das 0-2 hier. Unnormal wichtige Tore. Santi Cazorla jetzt mit dem zweiten Tor gegen Barcelona. Emre Can auch mit einem Ultraspiel heute. Lukaku auf Santi Cazorla wieder. Der hat Platz außen. Bringt den Ball in die Mitte, aber Ter Stegen hat ihn.
War abseits. Kann man mal so machen, ne? Ja, ich war gerade ein bisschen still. Weil solche Spiele sind halt immer noch für mich übertrieben geil. Selbst bei Fußball, wenn wir da zu gucken. Ja, Batur am Ball gegen Sanchez. Bringt den Ball in die Mitte. Withers ist da. Ey, dieser Mann, der ist einfach... Boah, der ist erst 19. Das muss man sich immer vor Augen halten. Der ist erst 19 und bringt so eine Leistung. Und ja, auch wenn es Fußballmanager ist, der bringt echt echt eine krasse Leistung. Für sein Alter. Neymar gegen Mertesacker. Neymar kommt durch. Messi frei vom Tor. Und da ist es geschehen. Lionel Messi steht frei. Und macht es. Kaku. Ja, aber unsere Abwehr ist trotzdem immer noch stabil. Lukaku jetzt mal mit Platz. Und er ist schnell. Er ist schnell gegen Mathieu. Gegen Gonzalo Perez scheitert er dann. Schade. Neymar setzt sich da gegen Chambers durch. Er jetzt gerade dreht. Nein, Mertesacker. Gibt gelb. Ich hoffe, es war noch außerhalb des Strafraums. Ich hoffe es einfach. Aber wir wechseln jetzt mal ein bisschen aus. Mertesacker geht raus, dafür kommt Paulista rein. Die Mannschaft spielt überragend. Wen soll ich auswechseln? Kann Santon auch links spielen? Ja, Santon kann auch links spielen. Das heißt, wir bringen mal David Santon auf links. Wir machen direkt mal drei Auswechslungen, weil ich habe gerade so ein bisschen verpennt. Ne, wisst ihr was? Wir bringen Mesut Özil. Und Pastore geht auf links. Dann müssen wir auch nochmal in die Taktik rein. Hab ich gerade ein bisschen versäumt. Dann deckt Santon Suarez. Und Paulista ist einfach nur so da, um zu verteidigen. Und wir bringen zwei neue Defensiven. Aber ich glaube, es war außerhalb des 16ers, ja. Boah, ist der Freistoß weit weg von der eigentlichen Foul-Position. So, wir machen direkt drei Wechsel in der 82. Minute. Ich habe es ein bisschen verpennt auszuwechseln. Obwohl doch, der Freistoß ist genau an der Position. Dani Alves am Ball gegen Santon, bringt in die Mitte auf Messi und Messi macht das 2:2. Mann! Mann! Aber das ist er halt, der Messi, ne? Oder auch die ganze Sturmspitze. Von den Sackgesichtern. Aber wir haben immer noch zwei Auswärtstore. Die kann uns keiner mehr nehmen. Das heißt, wir gehen auf jeden Fall mit einer sehr, sehr guten Chance in das Rückspiel. Wenn wir jetzt nicht noch einen kassieren. Mann! Wheelchair auf Sanchez. Lukaku kriegt ihn da nicht durch. Abwehr von Barca auch sehr stark. Withers auf Sanchez. Sanchez geht an Jordi Alba vorbei. Bringt den Ball in die Mitte auf Lukaku. Aber Ter Stegen ist da, weil Lukaku der Ball ein bisschen zu weit verspringt. So, und das Spiel ist vorbei, unentschieden.
Ja, wir haben unentschieden gespielt, sind aber in einer sehr guten Ausgangslage für das Rückspiel. In einem Monat. Oder einem halben Monat, eher gesagt. Und im Endeffekt war das Spiel dann auch ausgeglichen, kann man sagen. Ja, sie hatten mehr Ballbesitz. War 60%, aber ja, ne? Gehen wir weiter. Nochmal das Tor von Gasola. Ja, wir haben das erste Spiel gegen Barcelona hinter uns gebracht. Ja, und Ter Stegen hat eine 1 gekriegt. Der hat den echt heute den Arsch gerettet. Also Lukaku hat ja richtig viele Chancen heute. Hat sie leider nicht gemacht. Sonst hätten wir hier viel höher gewinnen müssen. Santi Gasola ist Spieler des Tages, zu Recht. Vielleicht auch Ter Stegen, aber Santi Gasola war echt bedeutender. Die Stimmen. Zur Halbzeit hatten wir keinen Punkt, am Ende einen. Daher ist es ein Punktgewinn. Punkt richtig. Und das ist unglaublich, aber das ist Fußball. Der ist manchmal nicht zu erklären. Das ist wirklich ungeheuer bitter. Wir haben das Spiel total kontrolliert und eine unglaubliche erste Halbzeit gespielt. Ich werde es wohl erst erklären können, wenn ich mir das Spiel nochmal anschaue. Ja. Wir haben es einfach aus der Hand gegeben. Leichtfertig. Und ja, ich würde sogar sagen heute, dass Gasola das Spiel gemacht hat. Und auf jeden Fall besser war heute. Sagt ja auch die Note. Geh weiter.